schön. Okay, und wir starten. Perfekt. So, ja. Okay, erstmal entspannt hier. Keine aggressiven Openings wurden hier reingemacht. Er defensiv. Oh, da kommt die Side B, ja. Oh, Conversion gemisst oder fällt Pika da raus? Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher. Pika ist klein, ne? Pika ist klein. Uff. Aber hier wird rumgesmoothed. Schöne Backer. Noch eine Backer. Another one. Er ist gedodged. Hat's aber wieder auf die Stage geschafft. Goku hier am Pressure natürlich, ne? Mit Dash Attack. Aber wurde jetzt auch getroffen, ne? Das ist natürlich nicht so das Optimale, ne? Aber das passt. Ja, hat getroffen, aber Api von Bio ist halt sehr stark. Ich glaube, vielleicht hätte er was machen können, aber ich bin mir nicht sicher. Bio, Api ist sehr schnell. So. Ja. Erstmal. So, man merkt hier natürlich, wer besser Stage Control bisher spielt. So. Aber ist ja auch Bio, ne? Ist oh, schöner Jablock. Das geht! Mit Rage? Das ist ja unglaublich. Das hätte ich nicht erwartet. Das, ich weiß nicht ganz, was da passiert ist, aber we take those. So, Coco hat jetzt die Lead, ne? Jetzt wird hier schön ruhig gespielt. Schöne Downhits werden hier gespaced. Schöne Nutri-Beats werden hier gedrückt. Oh, aber er ist da reingegangen, ne? Das ist aber noch nicht der Kill. Oh, ja, okay. Coco hat es wieder geschafft, onstage. Und auch wieder eigentlich ganz schön mit Map Control. Jetzt kann er wieder spielen. Oh, wieder die Api. Diese Api ist gefährlich. Dass die hittet, ist hart. Boah. Schöne Backer. Ganz schön aggressiv jetzt gespielt, aber genau richtig, ne? Simon wollte jetzt reingehen, aber er hat's, ne? Er hat jetzt dafür ein bisschen was passiert, aber jetzt steht es wieder 2-2. 60% Lead ist Coco, ne? Und wieder Api. Schön. Schön abgewartet, schöner Grab. Schöne Forward Air. Ja. Okay, ja, jetzt ist wieder ein bisschen problematisch, aber Stage wurde gegeben. Schöner Grab. Downtilt into Grab, ne? Da hat Simon ein bisschen zu lange Schild gehalten. Ja, da kommen wieder die Apis, ne? Er will mit den Apis rein. Der Coco spielt sehr aggressiv, aber muss er vielleicht auch in diesem Matchup. Aber dieses Matchup habe ich noch nie gesehen, also ich kommentiere es jetzt zum ersten Mal, ich will es nur sagen. Oh, Dash Attack, ja. Das kann jetzt gerade alles okay sein. Dash Attack, und Up Smash. Wow. Dass das alles geklappt hat, dass er da schäden konnte, und das hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, 23%, ne, nimmt man natürlich. Geht hoch, aber das ist noch nicht der Kill, Schöne Nutri-B, Daumen. Ja, das wird wohl nicht. Coco bleibt da sehr stark auf Abstand. So, als ob er das Matchup schon kennt und nicht davon getroffen wird. Von Konter Nutri-B. Also, er läuft nicht ran, er ist halt gut in der Links. Und jetzt Edge-Guardet er und F-Smash. Und das ist sogar auch der Kill. 1-0 für Coco. Ja. So, die beiden haben sich entschieden. Oh, Small Battlefield. Guter Pick. Keine Musik zwar, aber guter Pick. Kann eine gute Musik kommen, ne? So. Es steht noch nicht Matchpoint, weil es ist ein BO5, müsst ihr wissen, ne? Alles, was hier gespielt wird, ist BO5. Das heißt, wir können hier sogar noch hier viel sehen, ne? Es war jetzt erst das erste Game, ne? Die Adaption kommt. So, ja, jetzt wird hier gerade ruhiger gespielt und auf ein Opening gewartet. So viel Endlag, aber nicht gefunden. Ja, wieder mit der Api rein. Da muss er wirklich. Oh, ja, aber jetzt sieht er die Apis auf jeden Fall ein bisschen mehr kommen, ne? Die Adaption ist auf jeden Fall schon ein bisschen da. Aber, schöner Spot-Dodge von Coco.
Leute, jetzt hier gekommen und ne, das ist ein bisschen hart, aber das macht ja nichts. Bio can kill. Vor allem nicht Pikachu, denke ich. Vielleicht täusche ich mich auch, aber. Oh, Side-B Miss Input, glaube ich. Ah, das war. Das passiert, das passiert. Man geht weiter rein. Hm? Ja. Gucke hier auf, am Aufdrehen. Währenddessen ist Spymon hier ein bisschen am Kämpfen, ne? Aber ist auch im Lead, ne? Verständlich. Appi into Appi, ja. Das ist ein Klassiker. Into Forward Air 27%. Das nimmt man mit. Auch wenn ich nicht weiß, was Bios genau für einen Prozentsatz haben wollen, damit sie ihre Kombos gut machen können. Aber Downhit ist natürlich auch eine gute Option, ne? Das Ding ist, bei Downhit und Pika, es ist halt super safe gegen Bio, weil Bio nicht so wirklich viele Options hat, dagegen anzukommen. Wenn sie in der Luft ist oder Sidebeam macht, trifft sie Pika nicht, weil Pika zu klein ist. Und das spielt er hier gerade sehr gut. Der F-Smash wurde gemisst. Ist okay, ne? Simon ist auch gut rausgedodged, kann man sagen. Dash Attack, ja, da sieht er den Kill, ne? Ist gedodged. Und diesmal fällt er drauf rein, aber er ist noch nicht tot. Wieder The Witch Time, wieder der Kill. Ja, Simon spielt hier sehr gut gerade. Aber das kann Coco auch. Das wird hier noch interessant. Weil bisher, ne? Davor war es halt eher so, beide haben auf der Stage mehr gespielt. Es war kein Campen oder so. Und jetzt campt halt Simon. Und das ist natürlich eine Sache, da muss Coco eine Antwort finden. Das dauert natürlich, ne? Die sind hier. Das hier ist ja natürlich kein Top-Play, das ist ja hier bisher noch ganz. Das sind hier noch ganz normale Competitor, ne? Natürlich wollen beide hier den Sieg, ne? Das will ich hier nicht abstreiten, aber. Ne? Die beiden haben noch viel zu lernen. Viel Erfahrung, sowas. Generell hier jeder wahrscheinlich. Aber das ist ja natürlich ein anderes Thema. Der Footstool? Schade, schade. Hätte ich gefühlt. Ja, ja. Krieg die Bäcker. Ja, ja. Simon macht das hier sehr gut. Ne? Backer von Coco, nice. Ja, jetzt muss er da erstmal reinkommen. Ja, Coco spielt das hier aber jetzt gerade sehr gut. Ja, schöne Backer. Aber ist rausgefallen. Oh, der Dodge. Ja, Klatsch, das war Klatsch. Ich dachte, ja, dafür muss er natürlich gehen. Ne? Schön. Oh, er war fast rausgeflogen. Ja, kann man das rausdialen? Oh, daneben. Oh, das ist Abfall. Ich bin natürlich hier nicht für irgendeine Partei, ne, aber der Underdog ist in meinem Herzen immer der Underdog, ne? Und den kommentiere ich wahrscheinlich ein bisschen gehypter. Aber das ist auch okay. Ich habe keinen Co-Kommentator. Ne? Da muss man einfach viel labern. Ja. Ja, bisher. Das sieht hier gerade sehr gut aus, ne? Muss man sagen. Coco ist hier gerade drin und Simon hittet gerade nicht wirklich. Die Bäcker. Ja, das war es natürlich. 1-1. Das war's natürlich. Game to end. Okay. Okay. Sie gehen wieder zurück auf der gleichen Stage. Let's go. Es ist spannend hier. 1-1 steht's. 1-1 steht's. Simon gegen Coco. Und es beginnt. Die Musik kann ich nicht lesen. Ja, ist okay, ne? Ich kann nicht den Favorite-Musikgeschmack von den Leuten hier von der Random Stage holen. Schöner Grab, ja. Er hat abgewartet. Ja, jetzt kommen die Nullfibis. Ja, ich sehe auf jeden Fall, was hier passiert. Ja, wieder die Abis, ne? Das jetzt natürlich. Er bleibt in der Luft, ne? Wieso auch nicht? Er bleibt einfach oben. Ja, schön geschildert.
Oh, das haben die Downhill. Side B, ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine Kombo und die macht gute Prozente, ne? Aber, man weiß, Bio muss eine Option finden zu killen, ne? Das ist natürlich hier auch ein bisschen schwer. Ich meine, er hat Jabs, er hat Rich Time. Ja, das war gejinxt natürlich, ne? Ja, wollte den Grab hier versuchen, ne? El Clasico. Hinter ihn dodgen und dann Grab. Kenne ich nur zu gut. Ja, Downhit, ja. Into F-Hit, ja. Hm, ja. Er hält. Das ist hart. Coco, bringt hier den Grab. Spürt natürlich hier. Ja. Gerade, ne? Macht die ganze Zeit. Ist rübergesprungen, ja. Schade. Ja, ist raus. Und er ist. Das hart. Er ist gespot-dodged, glaube ich. Zu dem Zeitpunkt. Deswegen ist es passiert. Schöne Dash-Attack, aber killt noch nicht. Simon noch immer hier im Lead, ne? Ja, kommt hier mit den Kombos, landet. Oh, das war gut gecatcht, das war gut gecatcht. 80%, alles ist noch drin. Für beide. Ja, schöne Bäcker. Oh! Wollte da für die Falling Up er gehen, glaube ich. Das wäre krass gewesen. Und hat ihn einfach runtergezogen, aber Bio kann. Oh, das ist der Kill. Das ist der Kill, ja. Da hat er delayed. Ne, da muss man aufpassen. Käse. Aber ist okay, ist okay. Ich verstehe, das Matchup ist auf jeden Fall, ne? Okay. Ja. Nicht getroffen. Ja, aber viele Endlags, weil er halt Side-B, Up-B, alles benutzt hat. Als Bio-Spieler, ne? Ja. Wieder F-Smash, ja. Coco spielt hier gerade super gut. Schöner Grab. Aber. Rausgefallen. Ein bisschen. Gerade irgendwie sieht es aus, als ob Coco wieder reinkommt. Das ist sehr schön. 1-1 hier. Beide spielen hier gerade um den Matchball. Das ist noch nicht der Kill. Oh, doch. Hätte ich nicht erwartet. Muss ich ehrlich gesagt. Also, na gut. Aber egal, die Antwort wurde halb gefunden. Mal sehen, wie es umgesetzt wird. Random? Sie haben random gepickt? Okay. Irgendjemand hat random gedrückt. Ich bin jetzt einfach random. Also, ich bin gespannt, welche Map kommt. Es wurde random gepickt. Count. Es wurde random gedrückt. Ja. Ich dachte mir, hä? Okay, beide sind wieder runtergekommen hier. Der Modus ist weg. Die Luft ist verpufft. Das ist immer kritisch, ne? Da war ein Missklick. Okay, Small Battlefield. It is. Es wird es auch wahrscheinlich Game 5 sein, ne? Aber so ist das halt. Small Battlefield ist die beste Neutral Stage, die es gibt. Besser als PS2. Niemand kann mir da was sagen. PS2 keine Neutral Stage, in meinen Augen. Aber hingegen Small Battlefield. Ja, beide starten hier, ne? Das ist natürlich hier das El Clasico, ne? Ja, schön durchgeschildert. Das war wichtig. Ja, hat auch vergangen. Dass er das schälen konnte. Ich bin immer wieder überrascht. Ja. Da trifft's. Das ist natürlich ein böser Engel, aber er kam raus. Ja, ja. Schön, die Kombo. Ja. Ja, schöner F-Tilt.
Uff. Uff. Ja, schöner Downhit von Simon. Geht jetzt hier hoch, ja. Ja, ist raus. Ja, jetzt schön nach unten. Schöne Forward Air. Da geht er mit. Nochmal eine Forward Air. Kam auch wieder zur Stage. Ja, F-Tilt. Schöner Grab. Ja, Simon spielt hier wieder, ne, defensiv. Beide spielen wieder ein bisschen defensiver. Suchen ein Opening. Das ist noch nicht der Kill. Er hat es zurückgeschafft. Dash Attack, ja. Dash Attack. Back Air, ja. Gut geschildert, die Back Air von Simon. Und eine Back Air von ihm, ja. Oh, da fällt er raus. Ey, die Spot Dodges sind aber auch fire. Ja, Simon hat es geschafft, auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Beide spielen hier jetzt gerade Nudel. Oh, er hat abgewartet. Oder war das ein Grab? Aber das killt auf jeden Fall. Das war schön. Oh, ja. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Option. Ja, er spielt hier gerade ein bisschen, ne? Das ist gut. Oh! Ja, 19%, ne, das ist nicht viel, ne? Aber auf jeden Fall ist es hier auf jeden Fall. das ist auf jeden Fall das, was ich sehen will, ne? Die beiden spielen sehr gut, das Matchup gerade. Also gegeneinander. Beide Adepten. Man merkt es auf jeden Fall hart. Schöne Downhit. Oh, geht er mit der Down Air, aber er konnte nicht mehr recovern. Und jetzt hat Coco ein Lead, ne? Obwohl Simon Matchpoint hat, ne? Coco mit den Back Airs hier. Coco wieder mit der Back Air. Dash Attack, ja. Wurde getaggt von Spyman. Simon. Ich sollte ihn einfach nur Simon nennen. Der Dodge. Oh, nicht getroffen. Das wäre wichtig gewesen. Ihn da zu catchen. Wieder Back Air von Coco, ja. Coco rennt. Coco ist weggedodged. Er hat es geschafft. Er ist knapp darunter gegangen. Ja, wieder. Aber jetzt ist das nicht mehr so lange, wenn er getroffen wird. Downfall. Coco geht hier weiter. Nochmal. Simon hier mit der Side B. Will auf die Stage, will hier nicht. Den Dodge hat er gesehen. Gut reagiert. Aber er kam wieder aus der Combo raus. Ich glaube, Pika ist echt schwer zu kommen. Für Bio. Schöne Forward Air von Simon. Simon hat es nicht geschafft. Gerade zu Edge kann wieder. Das ist natürlich schwierig. Coco hier mit den guten Uppies. Ne? Wollte eine Dash Attack machen, wurde aber unterbrochen. Ja. Das ist noch nicht der Kill. Er hat es auch wieder geschafft. Und der Edge Guard hat auch nicht. Ja. Bisher. Hat Coco noch zwei Stocks. Alles ist entspannt. Ist das der Kill? Nein, ist es nicht. Ich dachte irgendwie Downflow killt, aber. Der Bridgeline, aber nicht getroffen. Es kam kein Punish. Und ist das der Kill? Nein. Ich dachte eigentlich, es killt mit den Rage. Mit den Rage wird's. Oder? Wow, das hat er. Okay, es ist noch nicht over. Es ist over. Commentator Curse. Mal wieder. Es geht hier in ein Game 5. Das ist krass. Beide Spieler, ne, schenken sich hier nichts, würde man sagen. Und die letzte Map ist PS2. Das ist ja mal wieder Wahnsinn. Wir sind... Okay, es gibt ein Restart. Coco war aufgeregt oder es wurde halt schon gestartet, er hat schon gepickt und dann dachte er sich so, alles gut und dann hat er gesehen, falsche Kappe, falscher Pika, ne? Den spielt er ganz sicher nicht. Er hat schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht.
Okay, Game 5 startet. Ja, er hat wieder die Stimmung runtergebracht. Ist das hier der Plan? Einmal random picken? Und ob er es war, weiß ich nicht, aber einmal random picken. Dann das Feuer rausnehmen und dann nochmal den weißen Skin picken. Das wäre natürlich das Play hier. Das so mal tun zu gehen. Icing, schon mal davon gehört. Ja, okay, es geht los, okay. Ja, beide. Es hat noch keiner den ersten Hit gelandet, wollte ich sagen. Aber. Danke. So, Backer wird getroffen. Ab erst. Backer. Ja. Ja, Downhit. Boah, wäre das ein Spike geworden. Das wäre Klatsch. Ja, jetzt Simon hat natürlich gesehen. Druck, würde ich sagen. Weil Coco hat das Momentum gehabt. Aber Simon ändert das hier natürlich, ne? Ja. Das ist immer. Na. Er hat. Der Konter kam aber noch nicht raus. Der hat ein bisschen Aktivierungsframes. Komm. So, ja. Edgeguard hier. Dash Attack. Api. Bisher trifft nochmal eine Api. Boah, wieder der Spot Dodge. Ey, er kann nicht gegrabt werden. Coco ist ungrabbable. Und hier haben wir meinen Co-Kommentator, den lieben. Das darf man nicht ordentlich sagen. Was das? Wie heißt du? Keine Ahnung. Perfekt. Mein Co-Kommentator heißt keine Ahnung. Ja. Und damit gehen wir rein. Schön rausgekommen hier. Okay, wer kriegt den ersten Stock? Das ist natürlich. Schon mal ganz. Ich muss spielen? Oh. Okay, ich muss weg. Jetzt bin ich alleine. Ich bin extra wegen dir hergekommen. Ja, alles gut. Jetzt kannst du alleine. Na gut, aber für Simon bin ich trotzdem am Set. Ich muss aber auch schauen, wann ich dran bin. Okay. Ehrlich gesagt habe ich nicht so viel Ahnung. Ich kenne nur meinen Charakter. Na gut, also. Boah, der Grab war schon strong. Hilfe. So. Okay, die Cut-Kombos sitzen auf jeden Fall. Okay. Aber Bayo ist natürlich sehr. Hat sehr gutes Disadvantage. Kommt der easy hoch. Katzen gibt immer die Openings, jetzt hat Bayo die das Opening gefunden und ja, da kommen halt die bösen Kombos. Beide starke Combo-Charakter, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall, ich sag so oft, auf jeden Fall, später kommentieren. Mit einem Kumpel, der es mir viel einfacher macht. Ja. Also Top 16 bin ich dann wahrscheinlich als Kommentator eingetragen. Jetzt ist ja gerade Open Mic. Ich finde das schon. Und die beiden Kombos. Ah, der hat ihn gedroppt. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Entweder durch SDI oder. Weil Pikachu so leicht ist. Aber ich bin jetzt nämlich so hier nebenbei. Ich warte einfach auf ein Game. Eigentlich sollte ich mich ein bisschen besser auf. Oh, wow. Coco! Das wäre sehr knapp für Simon. Ist gestorben. Schön wieder rein. Okay, der Grab und ist sehr wahrscheinlich tot. Ja, haben wir hier vorne gerade gesehen. Genau dieselbe Stelle. Okay, Sam nutzt seine Revanche. Oh, die Kombo sitzt. Oh, Pikachu lebt ja noch. Wow. Weil hat er echt Probleme, die Pikachu zu töten. Wenn Pikachu so high lebt, natürlich die schöne Bergair. Bergair töten immer ganz gut. So, beide tasten sich wieder ran. Um ein Opening zu finden. Und Bayo hat das Opening gefunden. Oh, da wird die Kombo gedroppt. Und ja, es ist ein Hin und Her auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht, was heute mit mir los ist. So, ich hab gecasert mit den Projectiles. Da muss immer mit der Side hier rein als Opening. Also das ist ein sehr gutes Opening. Ich weiß jetzt nicht, ob es so effektiv ist, jetzt die Down-B zu benutzen.
bei dem Projekt hier. Und das kann eigentlich schon dick gepunished werden. Aber davon, bis jetzt kommt er immer gut davon, der Simon. Okay, oh, die Kombo wurde geblockt. Ich weiß nicht, ist das der beste Spotdodgen oder kann man diese Projektile so richtig spotdodgen? Ich habe euer Commentary gar nicht auf, vielleicht ist es auch besser so, ist wahrscheinlich. Keine Ahnung. Jetzt. Naja, ich mach später auf. Aber damit ich nicht. Oh, wow! Da hat die Kombo, saß sie dann doch. Ja, war echt schon ein schönes Spiel für dieses frühe. Wie nennt man das? Also dafür, dass das so früh ist im Bracket. Ich werde mir das jetzt kaufen. Ja?